Da sind wir wieder. Von der Siegessäule und neben mir steht der Freunde. Prinz Charles. Und Lady Di. So ist es. Nein, natürlich ganz anders. DJ Westbam. Dazu braucht man nicht viel sagen. He's a man. Er ist der Mann, der mit dabei war von der ersten Stunde an. Ist so? Ja, 89, ja. Ohne Faxen? Ohne Flax jetzt. Also, wann bist du... 89, 10 years ago, man, right on. Right on. Jetzt mal ganz kurz. Was steht dir heute alles noch zuvor? Ich habe gehört, du hast 10.000 von Bookings und musst hier noch spielen und da noch hin. Also, ich spiele genau noch einmal bei Love Nation mit Amon von Helden und Hardy und Lexi und bla bla bla. Und heute spiele ich auch noch mal, aber hier ist es ja nicht so anstrengend. 20 Minuten, das geht ja schnell. Ja. Und dann wird gefeiert? Dann wird gefeiert, bis zum Abwinken. Max, jetzt mal ehrlich, das ist ja wohl hier ein neuer Rekord, oder? Hast du mitgekriegt, wie viele Leute es sind? Ich habe sogar genau mitgezählt. Und ich bin auf 1.500.693 Leute. Sag's nochmal, wie viel war es? 1.533.427. Oder hatte ich eben was anderes gesagt? Mit Zahlen haben wir es ja beide nicht so, ne? Deshalb sind wir DJs geworden. Also, weil du jetzt da fleißig mitgezählt hast, deswegen ist der Grund, warum kommst du so spät? Ich war die ganze Zeit auf unserem Wagen. Alles klar. Und von da zählt es sich relativ langsam. Alles klar. Also, ihr wisst Bescheid. Kannst die Zahl nochmal sagen? Ja. Direkt von Westbam gezählt. Ich habe gerade noch gesehen, da sind noch 3 mehr, als ich gedacht hatte. Also sind es jetzt wie viel? Warte, einen Moment, wir haben es gleich. 1.500.739. Also, vielen Dank für diesen erfolgreichen Zahlensalat. Wir geben jetzt mal wieder ab. Riese. Sagen ciao, bis dann. Ciao.
schon geht's hier wieder weiter, die Party nach der Rede von Dr. Motte. Und das, was ich vorhin gesagt hatte, er hat es nicht angesprochen, ob die Love Parade weiterhin in Berlin stattfinden wird oder nicht. Oder was auch immer, da müssen wir wohl noch weiter drauf warten, was er dazu sagen wird. Auf jeden Fall, ich habe eine richtige Gänsehaut bekommen, wirklich, als er sagte, 1,5 Millionen Menschen sind hier, um zu feiern. Das muss man sich mal reintun, 1,5 Millionen, das ist, glaube ich, der absolute Rekord für die Love Parade. Und weltweit sowieso, es gibt nichts mehr drüber als diese Party hier. Und die Leute, die sind, wie gesagt, jetzt müssen sich, glaube ich, die sind ein bisschen ruhiger geworden. Aber ich glaube, das geht gleich wieder los, weil die Pause war jetzt da. Und ich habe noch ein paar Faxe für euch, fällt mir ein, weil ihr habt so viele Faxe. Ich würde am liebsten alle vorlesen, so viel Zeit haben wir leider nicht. Aber hier, liebes Viva-Team, und da will jemand, leider hast du den Namen nicht gesagt, aber du grüßt Kai, Steve, Ronny und René, die warten auf den Tag, dass sie unsere Trauzeugen sein können. Matthias, wer auch immer du bist, Matthias, und den Namen haben wir nicht dabei. Und ein paar Leute, Jasmin und Toni, die sind hier auf der Love Parade, haben eine SMS-Nachricht geschickt. Und Matze, Tarek, Dino, Janusz und den Rest aus Königstein grüßen die. Und dann haben wir natürlich noch mehr, und zum Beispiel Love Parade, hey, ihr seid spitze, Thorsten aus Ötringen, ich liebe dich, deine Moni aus Östringen. Einmal, alle lieben sich hier heute, das ist wirklich fantastisch. Ihr seid Stimmungsbolzen, 10. Love Parade, super cool, aber ich habe leider keine Kohle, aber 4 Fernseher, und auf allen 4 Fernsehern läuft Viva. Das lobe ich mir, das ist doch klasse. Also, ihr guckt alle Viva und wir sind hier dabei, Love Parade live 99 aus Berlin, und ich gebe es ab an Milka und bis gleich. Wow, ganz nach dem Motto Love Parade habe ich mir ein ganz hübsches, extravagantes Pärchen rausgesucht. Und ich muss euch mal fragen, wer bist du? Alfredo. Alfredo, und du bist? Carsten. Und warum seid ihr hier so zusammen auf der Love Parade? Um Spaß zu haben und viel zu tanzen und gute Musik zu hören, hoffentlich. Aber ihr seid ja auch ein auffallendes, sehr, sehr schönes Pärchen. Mögt ihr eure Liebe einmal zeigen für Viva TV? Schön.